So, guten Morgen und zu einer etwas ungewöhnlichen Zeit melde ich mich heute beim JFD Live Trading TV Format zu Wort. Deshalb nehme ich es auch auf, damit es jeder nachher kurz ansehen kann. Also die Zahlen von Münchner Rück und Daimler sind draußen. Münchner Rück ist heute bzw. halt vorbörslich der Tagesgewinner bei Daimler. Was man hier so lesen kann, sind, dass die Marge ist etwas schwach, aber der Ausblick okay. Aber sonst dürften die Zahlen gut sein. Aber wie gesagt, der Ausblick ist nicht ganz so spannend. Peilt nach einem Rekordjahr leichtes Wachstum eben nur noch an im neuen Jahr. Gut, sei es drum. Ich denke trotzdem, die Aktie sollte, muss, hat das Potenzial am Handelsverlauf weiter anzusteigen. Schauen wir hier auf das Chartbild. Liegt genau im Unterstützungsbereich drinnen. Im Wochenchart ist eben der EMA 200 unterschritten, aber mit Kursen von 60, 50 etwa kann Daimler diesen wieder zurückerobern in der Woche und dann auch einen astreinen Hammer ausbilden, der auch noch dann eben blau ist, also weiß. Wie gesagt, also ich bin hier optimistisch, genauso wie beim DAX, obwohl er jetzt schon wieder leicht zur Schwäche eben neigt. In dem Sinne Schwäche neigt, dass er schon wieder vom Hoch 50 Punkte abgibt vom FDAX Hoch. Hier ist es ja der Xetra-Chart, also wir werden rund an dieser Marke eröffnen. Womöglich. Trotzdem aber knapp unter 9,6. Aber jedoch auf jeden Fall über der 9,485. Das Gap sollte auch möglichst offen bleiben. Auch nicht groß unter 9,45 fallen, dann dürfte der Index Richtung 9.650 ansteigen. So weit, so gut erstmal zum Münchner Rück. Die stehen ja bei 174, knapp 174. Wo hat sich hier der Chart versteckt? Da war hier. Erstmal war hier keine Überraschung, dass er dann abgeprallt ist, nachdem er keine Chance hatte, hier durchzukommen. Und wenn man jetzt hier sieht, hier kann er dann das Gap komplett schließen und trifft dann. Ja, 175, 60, 70 auf diesen Abwärtstrend. Also, da muss der DAX ja schon auf 9,7 ansteigen, dass die Münchner Rückaktie diesen Abwärtstrend heute brechen könnte. Aber dann wird dann trotzdem noch die Oberkante des Rainbows hier im Weg stehen bei 177. Aber auch hier ist ein Tief gemacht worden. Da kann die Bewegung kann vollständig sein, muss aber nicht. Und dann kann sich auch hier, nachdem jetzt dieser Widerstand überwunden wird, höchstwahrscheinlich den Blick da nach oben richten. Also ganz kurz allgemein gesprochen, gestern war es sicherlich für viele Marktteilnehmer eine Überraschung, dass die Märkte gedreht haben. Das Überraschungspotenzial ist jetzt auf den Seiten der Bullen. Die sollten und müssen das eigentlich jetzt ausnützen. Denn sonst sieht es definitiv nicht gut aus. Also im S&P 500 Index, ja, jeder Kurs hier, der runtert schon jetzt unter 1.875, 74, ja. Davon kann man dann ja nicht mehr davon ausgehen, dass wir deutlich höhere Kurse sehen. Aktuell schon. Aktuell passt's.
auf jeden Fall nochmal einen Rücklauf in Richtung, ja, Wochenwiderstand. 1977 ist möglich, wenn man jetzt hier vielleicht einen Trendkanal legt. Der ist dann relativ steil natürlich. Aber auch hier dann in den nächsten 3, 4, so sind es ja 3, 4 Wochen, wird dann diese Oberkante nochmal erreicht, womöglich. Und dann werden wir, ja, ist dann Mitte Februar, dann werden wir vielleicht nochmal eine deutliche Abwärtsbewegung sehen. Das war's erstmal. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag. Ich bin eben um 10 Uhr nicht da. Deshalb habe ich das Video heute vorgeschoben. Danke.